Der dritte Gesundheitstag wurde am Mittwoch im UBA in Dessau-Roßlau durchgeführt und bot auch in diesem Jahr zahlreiche Informationsmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher an. Dr. Gerd Raspichler, Sozialdezernent der Stadt, verriet, wen man mit diesem Aktionstag erreichen wollte. Alle Bürgerinnen der Stadt Dessau-Roßlau, alle Bürger der Stadt Dessau und Roßlau, weil das eine Veranstaltung ist, die für diese Menschen auch gedacht ist. Gesunde Lebensweise, Gesundheit im Alltag sind Themen, die uns alle sehr interessieren. Zahlreiche Unterstützer und Kooperationspartner beteiligten sich an dieser dritten Auflage des Gesundheitstages, um so den Besuchern die Möglichkeit zu geben, sich umfassend über gesundheitliche Themen zu informieren und beraten zu lassen. Ja, wir erleben zunächst mal eine ganz breite Palette von Ständen, Informationsständen, die auch schon seit 13 Uhr geöffnet sind und einen regen Zuspruch finden. Wir erleben aber auch die Präsentation von betroffenen Organisationen, von Selbsthilfegruppen, und das liegt mir besonders am Herzen, auf diese Angebote hinzuweisen, denn wir wissen, dass die Bereitschaft, selbst etwas für die Gesundheit zu tun, sehr wichtig ist, und das finden wir bei den Selbsthilfegruppen und allen, die sich darum kümmern, sehr ausgeprägt. Auch in diesem Jahr konnten wieder hochkarätige Referenten für zahlreiche Fachvorträge gewonnen werden. Zwischen den Vorträgen stellten die Drums-Eulen in abwechslungsreichen Choreografien das neue rhythmische Fitnesstraining vor. Warum aber führt das Gesundheitsamt der Stadt diesen Aktionstag durch? Ja, ich habe ja in dem kurzen Grußwort darauf hingewiesen, dass wir zunehmend immer mehr wissen, welche Gesundheitsrisiken lauern denn im Laufe eines Lebens. Und wir können feststellen, dass ein Großteil der Gesundheitsrisiken, denen wir ausgesetzt sind, auch durch uns selbst verursacht ist. Ich habe das jetzt ganz aktuell auch nachlesen können, dass das Thema einer falschen Ernährung ganz weit vorn steht auf der Liste gesundheitlicher Risikofaktoren. Das Thema Bluthochdruck und das Thema von Übergewichtigkeit und Bewegungsmangel, das sind Dinge, die können wir in erster Linie für uns selbst auch beeinflussen und damit zu einer gesunden Lebensweise für uns selbst beitragen. Wer mehr über seinen eigenen Gesundheitszustand wissen wollte, konnte Blutdruck, Blutzucker und Körperfett messen lassen sowie eine Gerinnungswert-Selbstbestimmung vornehmen. Des Weiteren waren Beratungen zur Ernährung möglich. Auch im nächsten Jahr soll es einen Gesundheitstag in Dessau-Roßlau geben, vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass Dessau-Roßlau über 13.000 Einwohner hat, die zwischen 65 und 75 und sogar 11.000 über 75 Jahre sind.